Machen wir mal ein paar Grundlagen zur Vektorgeometrie. Was Sie öfters brauchen werden, ist Mittelpunkte berechnen. Mittelpunkte berechnen ist sehr einfach, wenn Sie an etwas denken, was Sie schon längst können. Zum Beispiel, wie bestimmen Sie den Durchschnitt von zwei Noten? Nehmen Sie mal an, Sie haben eine Note 5 und eine Note 1. Der Durchschnitt ist ganz einfach. Ich zähle die beiden zusammen und teile sie durch 2. Also 5 plus 1 gibt 6, durch 2 ist 3. Nach dem gleichen Prinzip berechnen wir auch Mittelpunkte in der Vektorgeometrie. Nehmen wir also mal an, ich habe einen Punkt, der hat die Koordinaten a1, a2, a3. Und dann habe ich noch einen Punkt, den nenne ich b, mit den Koordinaten sehr einfallsreich b1, b2, b3. Der Mittelpunkt zwischen a und b. Ich betrachte das Koordinate für Koordinate. Ich zähle die x1-Koordinaten zusammen und teile sie durch 2. Ich zähle die x2-Koordinaten zusammen und teile sie durch 2. Und nehme die x3-Koordinaten, zähle sie zusammen und teile sie durch 2. Das war es eigentlich auch schon. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert es, wenn ich einen Schwerpunkt von einem Dreieck berechnen will. Wenn ich also ein Dreieck habe mit drei Punkten A, B, C und ich will einen Schwerpunkt haben, kann man den entweder kompliziert ausrechnen, indem man den Schnittpunkt der Seitenhalbierenden berechnet, oder man nimmt eine recht einfache Formel und sagt, der Schwerpunkt vom Dreieck A, B, C, achso, C soll die gleichen Koordinaten haben, also wieder C1, C2, C3. Der Schwerpunkt wäre damit, so wie bei Noten, wenn ich drei Noten habe, zähle ich alle drei zusammen, teile sie durch drei. Also zähle ich alle drei Koordinaten zusammen, B1, B2, C, wie auch immer, teile durch drei. Die zweiten Koordinaten teile sie durch drei und die dritten Koordinaten. Das war die Schwerpunktberechnung. Und ein Verbindungsvektor, wenn ich zwei Punkte habe, A und B, und will den Vektor haben, der die beiden verbindet, dann ziehe ich immer Endpunkt minus Anfangspunkt voneinander ab. Das heißt, der Vektor AB, den schreibe ich natürlich übereinander, weil es ein Vektor ist, und ich rechne Endpunkt minus Anfangspunkt, also B minus A. Das wäre also die Koordinaten von B minus die Koordinaten von A. Rechne es zusammen und bin fertig. Wir machen ein paar Zahlenbeispiele und dann, glaube ich, werden Sie das schnell kapieren.